Hallo und herzlich willkommen bei Familienessenzen. Heute bin ich nochmal alleine hier, weil ich euch auch unseren Alltag mit den Ölen, also den von den Kindern, vorstellen möchte. Und dazu beginnen wir gleich mal in der Früh, bevor wir in den Kindergarten gehen, mit dem Steady Roller. Das ist so das Gegenstück zu dem Balance Öl aus der Kids Collection, also schon fertig abgemischt und abgefüllt mit fraktioniertem Kokosöl. Das heißt, es kann direkt auf die Kinderhaut aufgetragen werden. Wir tragen ihn auf, entweder auf die Fußsohlen oder auf die Handgelenke, auf die Pulspunkte. Verstreichen dann beide ein bisschen miteinander und verstreichen es noch ein bisschen hinter die Ohren bzw. in den Nacken. Und ja, einfach um geerdet zu sein, um bei sich zu sein und gut, entspannt, geerdet durch den Kindergartenvormittag zu kommen. Genau. Dann ein zweiter Kids Collection Roller ist der Stronger. Den gebe ich Ihnen auch ganz gerne momentan drauf, jetzt in der kalten Jahreszeit, Erkältungszeit, Grippezeit, einfach um Sie zu schützen. Das ist so das Gegenstück zu dem On Guard für Kinder halt. Genau, einfach damit Sie nicht krank werden. Dann habe ich in meinem Alltag schon erzählt, diffuse ich ganz gerne dann Balance, einfach auch wenn Sie heimkommen, dass Sie ankommen und geerdet sind, bei sich sind. Genau, und einfach um diese Wutausbrüche oder sonstiges zu übergehen. Genau, dann ein beliebtes Öl bei uns ist leider das Sand Chest. Da meine Kinder öfters mal Bauchweh haben, brauchen wir das relativ oft. Ich habe mir dazu einen Sand Chest Roller abgemischt. Gibt es in unserer Zubehörliste die Roller? Da habe ich reingegeben Sand Chest und aufgefüllt mit fraktioniertem Kokosöl. Und den streiche ich Ihnen dann im Uhrzeigersinn, also von links unten nach oben, nach rechts drüben und wieder runter. Trage ich Ihnen auf, massiere es noch ein bisschen ein mit der Hand. Und genau, ja, weil der Darmverlauf auch so in diese Richtung geht. Und dann funktioniert es eigentlich gleich wieder gut. Also egal, ob es jetzt Blähungen sind oder Durchfall oder Übelkeit, es ist binnen ein paar Minuten wieder erledigt. Dann am Abend gehen wir ganz gerne baden mit Lavendel. Nicht einfach so ein Tropfen ins Badewasser, weil es schwimmt auf. Wir nehmen ein Badesalz in eine Schüssel, geben ein paar Tropfen Lavendelöl dazu und schmeißen das gemeinsam dann ins Badewasser. Man kann auch nehmen ein Natron oder Schlagobersmilch, irgendein Emulgator, einfach damit es nicht aufschwimmt, dass es sich vorher verbindet. Genau, und während wir baden sind, lasse ich oben den Diffuser schon mal laufen mit Serenity. Das ist so die Beruhigungsmischung mit Lavendel mit drinnen und solche Sachen. Beruhigt, entspannt, fördert das entspannte Schlafen. Genau, jetzt mittlerweile gebe ich auch öfters mal einfach Lavendel und römische Kamille in den Diffuser. Hin und wieder gebe ich Frankincense dazu. Das mache ich ganz nach Gefühl und wie es gerade alle drauf sind und wie wir es gerade brauchen. Genau, und zum Abschluss, bevor wir dann wirklich ins Bett gehen, gibt es noch auf die Fußsohlen den Calma, wieder von der Kids Collection, fertig abgemischt mit lauter beruhigenden Ölen. Den gibt es auf die Fußsohlen, damit sie gut schlafen, hin und wieder auch auf die Handgelenke, auf die Pulspunkte und wieder in den Nacken verstreichen. Die Kinder haben es ganz gern, dass auch ihre Kuscheltiere auf den Fußsohlen damit eingestrichen werden. Das dürfen sie natürlich, haben sie es auch gleich in der Nase ein bisschen. Schlafen die Kuscheltiere auch gut. Genau. Und was wir jetzt in letzter Zeit öfters mal brauchen, in der Nacht wacht meine Tochter öfters auf und sagt, sie hat Schmerzen im Fuß, also Gelenkschmerzen. Und dann nehmen wir den Rescuer. Also der ist so wie das Deep Blue für Kinder halt und wieder natürlich fertig gemischt mit fraktioniertem Kokosöl und so. Und da streiche ich ihr den Fuß ein und massiere ihr den und es ist in ein paar Minuten schlaft es wieder. Funktioniert sehr gut. Genau, das war so unser Öle-Alltag. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!